Ich kann muss mal, ja keiner pass wissen. Auf, pass, ja, aber dann haben wir das Problem schon aus der Welt geschafft. Aber dann musst du uns auch bezahlen. Wie viel? Ja, ja. Also es sind alle 2 Wochen 2,5, um es mal kurz runterzubrechen. Das haben wir mit denen abgekaspert. Komm, ich kann ihnen den ja auch kurz schicken. Ja, aber das hast du mit Randy abgekaspert. Richtig, richtig. Pass aber auf. Dann muss ich das ja nicht bezahlen. Naja, wir brauchen jetzt irgendwen, der uns jetzt bezahlt. Wir gehen jetzt gleich noch draußen, dann sind wir fertig. Und dann werden die 2,5 fällig. Okay, okay. Warte, ich schicke dir den einmal. Eine Sekunde. Hat denn jemand von euch Zugriff aufs Firmenkonto? Das müsst ihr ja nicht selber negativ bezahlen. Das ist ja Firmenkonto. Ach so. Ja, oder ich weiß nicht, wie ihr es handhabt. Ich soll nicht frech klingen, irgendwie so auslegen und ihr kriegst definitiv von Randy zurück. Nur dann, sonst bin ich still. Habt ihr dafür keinen Deckel mit Randy gemacht? Ein Deckel? Nee. Ja, auf dem Deckel schreiben und gibt euch das dann? Ja, ich würde auch sagen, wir warten, bis Randy wieder da ist, wa? Okay. Gut. Also wartet, bis er sich einmal bei euch meldet. Ja. Wenn er sich nie wieder bei euch meldet, wisst ihr Bescheid. Das ist ja super. Gut, dann schreibe ich ihn einfach jetzt an, mache ihn das dann Protokoll kommen wir vielleicht fertig, doch mal vorbei und pinkeln in die Fritteuse, ne? Wer weiß. Aber habt ihr beide Klos gemacht oder nur das eine? Ich habe beide Klos gemacht. Mhm. Ja, weil das eine war das letzte Mal so richtig schön verstopft. Nee, das ist jetzt definitiv nicht mehr verstopft. Richtig, und wenn man in den Spiegel guckt, muss man immer grinsen. Egal, wie schlecht es einem geht. Mhm. Man hat immer sofort, man guckt rein und hat man sieht ein Grinsen. Ich habe mir Mühe gegeben, der Spiegel ist jetzt schöner als vorher. Und die neue Brille, ist die auch drauf? Meinst du jetzt die Klobrille oder die Spiegelbrille? Ja, nee, die neue Klobrille, weil die eine war gerissen. Ah, da hat man sich immer so den Arsch eingeklemmt, meinst du? Ja, das tat sehr weh. Hm. Nee, von der Klobrille hatten wir jetzt nichts. Aber jetzt auch okay, keine dabei. Habt ihr die im Lager? Ich hab keine hier, nein. Nee, dann müssen wir die bestellen. Schreib es mit auf. Ja, warte, gib mir eine Sekunde. Oh Gott, sorry. Oh Gott, alles warte, gut. Warte, ich war hier gerade. Ich wollte gerade hier dir den Vertrag nochmal schicken. Eine Sekunde. So. Das kenn ich. So, schau einmal, dann hast du den auch mal für deine Unterlagen, falls irgendwer vorbeikommt. So, und dann schreibe ich auf. Ja. So, was war das? Klobrille? Ja. Vom hinteren Toilette ist die Klobrille gerissen. Klobrille, hintere. Alles klar, wird erledigt. Okay. Ja gut, dann muss ich Randy anschreiben, ne? Also von dir kann ich keine Rechnung ausstellen. Nee, du, also nur von meinem Privatkonto, aber das ist eh leer. Ja, nee, das ist ja auch nicht zielführend. Und von deinen Kolleginnen da vorne? Nicht, dass ich wüsste. Ah, okay. Nicht, dass ich wüsste, ne. Gut. Ärgerlich. Guck uns mal gerade, ob jemand da. Ja, das wäre ganz lieb. So, währenddessen mache ich dann schon mal das Protokoll vorläufig fertig für Randy. Nee, tatsächlich nicht. Die drei, die es könnten, alle drei nicht da. Okay. Ja gut. Es wird Zeit, dass ich einen Aufstieg bekomme. Allerdings. Ja, kannst du direkt mal anfragen bei Randy, ne? Ja. Wir befürworten das. Okay, trage ich mit ein. Sehr gut. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch noch mal wieder raus, ne? Machen den restlichen Bums und dann seid ihr uns auch schon wieder los. Ja, schade. Ich war lange nicht da, ich habe gerade nichts mitbekommen. Was habt ihr noch so gemacht? Oh Gott, du... Lizzie, er ist nicht der Inder, ne? Ja, doch. Ach so, ja. Er war aber zwischenzeitlich weg. Ich musste was ausliefern. Okay. Ja, willst du erzählen, Lizzy? Denn ich muss draußen dann noch ein paar Sachen machen und dann das Protokoll vorbereiten, sonst wird das heute nichts mehr. Such dir noch Leute? Ich weiß ja nicht. Ja, auf jeden Fall. Wie viele Jobs hättest du denn gerne? Weil du bist ja offensichtlich bei Cube und hier. Darf ich einmal kurz raus? Woher weißt du das denn? Das hast du vorhin gesagt. Habe ich schon. Ach Gott, oh Gott. Ja, du hattest doch bei uns angerufen wegen Cube und offensichtlich arbeitest du auch hier. Du kannst dir aber gut die Sachen merken. Ich bin klug. Karl K. Ich meine, KLOG.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Ja, also ich nehme halt gerne Jobs an, weil, ja, das beim Cube, das ist halt so. Ja, es bringt halt nicht viel bei rum, ne? Vor allem jetzt die Woche mit der Schlagerparty, ne? Das war halt, ja. Also, ne, das Gehalt kriegst du bei uns auch nicht, du. Wieso? Was ist denn der Paycheck bei euch? Naja, $280, wie bei jedem anderen auch. Das ist schon mal schlecht. Naja, siehst du. Rein prinzipiell so, suchen wir Leute, ja. Und was kann man so nebenbei verdienen dann? Naja, wenn du Trinkgeld kriegst, darfst du es behalten, ne? Okay, beim Trinkgeld, ja. Mhm. Mhm. Sonst haben wir ja nichts zu verkaufen, ne? Außer unsere Arbeit. Das ist richtig, ja. Mhm. Ja, also was wir, noch gemacht haben, ne? Das hast du mitbekommen hier mit dem Trockeneis noch. Da haben wir so ein kleines Leck gefunden. Da haben wir natürlich alles schnell aufgewischt, bevor der Boden kaputt geht, weil Trockeneis ist ja gefährlich. Die Kaffeemaschine im Mitarbeiterraum haben wir ein bisschen durchgepustet, ne? Da können sich auch Bakterien ansammeln, auch in den ganzen Filtern und so. Da haben wir einmal ordentlich durchlaufen lassen, sodass ihr da nichts mehr habt. Wie mein Kollege schon meinte, mit dem Laubbläser sind wir hier überall einmal durchgegangen, dass die ganzen alten Blätter mal rauskommen. Dann hattet ihr so eine kleine Ratte da hinten im Lagerraum, wo die ganzen Kissen rumstehen. Da hattet ihr auch so die eine Stelle ein bisschen angenagt mit den Brötchen drin und so. Ne? Ja, ist einfach wegen des schlechten Wetters, ne? Wenn es so viel regnet, dann wollen die halt rein. Und da hat halt jemand mal die Tür aufgemacht, nicht aufgepasst, ist hier reingeflutscht. Okay, verstehe. Die haben wir fachgerecht wieder nach draußen gebeten. Also mit dem Spaten Kopf ab, okay? Ja, nee, ich habe die vielleicht mit dem Besen. Ich habe früher Baseball gespielt und naja. Hat sich das nicht an Golf verändert? Nicht ganz, weil ich den Besen anders geschwungen habe, aber egal. Ja, okay. Auf jeden Fall ist sie okay. Dann, also die lebt natürlich noch, die Ratte, ne? Die ist natürlich, jetzt bei ihrer Familie und freut sich, genießt den Regen draußen und ja. Genau. In der Tanne, ansonsten, ja, naja, oder halt bei euch in der Fritteuse, je nachdem. Hier unten der Fettabschaber, das hat der Kollege hier fertig gemacht, ne? Dass ihr da nicht mehr ständig das wegkippen müsst und euren Abfluss da irgendwie kaputt macht. Bisschen kundbedient haben wir auch, ne? Ist auch klar. Kundbedient. Ja, ja, ja. Ich meine, wenn wir da schon an der Kasse stehen, dann haben wir die natürlich auch bedient. Das ist ja kein Problem. Ja. Ja. Vor allem die beiden Damen da vorne hier, Caro und die Dame mit den roten Haaren, die sind sehr begeistert. Ja? Das freut mich doch. Genau, genau. Also ich sehe auch, der Laden brummt, ne? Das ist der Wahnsinn. Kommen schon wieder Leute. Ja, das stimmt, das stimmt. Vielleicht sollte ich auch mal weiterarbeiten. Ja, vielleicht. Dann kriege ich auch ein bisschen Trinkgeld, anstatt nur meine Kollegin. Das siehst du mal. Will ich auch gar nicht aufhalten, aber das sind so die Dinge, die wir so machen, ne? Jeden Tag. Alles klar. Überall. Was wir finden, dann, machen wir auch. Hm? Ja, klar. Dann Dankeschön. Ja, klar. Wir sehen uns bestimmt. Bestimmt. Ich melde mich sonst wegen auch Lupo. Mach ich mal. Und wegen, ne, wenn du Beförderung hast, kannst du auch Dankeschreiben an uns schreiben, ne? Natürlich, natürlich. Super. Machen wir so. Schönen Tag. Dann helfe ich mal meinen Kollegen. Ciao. Ja, bitte. Gott, ist das am Pissen. Wohin? Ach Gott. Ist ja nix. Naja, jetzt Rasenmähen ist, glaube ich, nicht so. Alter, wie viele Autos stehen denn hier? So viele Leute sind doch da gar nicht drin. Hä? Harry, es regnet. Bist du fertig draußen? Ich stehe scheiß Protokoll. Ja, wir sind draußen fertig. Können wir auch im Wagen machen? Ja, bitte. Okay. Dass immer die Leute nicht da sind, die das Geld dann geben müssen. Von Connect kriegen wir auch noch die 4000. Ray ist nicht da. So, ich mache mal das Protokoll weiter. Hieß er jetzt? Randy hieß er. Hört ich nicht da. Budlum. Budlum dumm. Ja, war doch erfolgreich. Ja, war doch super. Nee, wir haben kein Geld bekommen. Was ist denn da dran super? Ja, sobald Randy da ist, sagen wir ihm, haben wir gemacht. Gib uns 2,5. Das ist super. Hm. Ich
Ich weiß jetzt nicht, bei dem Wetter Fotos machen für County Cap ist irgendwie blöd, ne? Ja. Hm. Aber ich versuche gleich nochmal die gute Dame zu erreichen. Die, wie heißt sie? Warte, von der Tankstelle. Denn ein paar Bilder habe ich ja schon. Für Connect. Die muss ich nur noch zur Verfügung stellen. Jetzt hier los, die Formatierung. Ah, Handys, ne? Ich sag's dir. Ist nicht so deins, ich merke das schon, Barry. Du bist nicht so mit Technik. Charmant. Hast du eigentlich wirklich bei dem Laubbläser gesagt? Naja, wir haben ja mit dem Laubbläser einmal ordentlich durchgebumst und das ist fachmännisch für durchgeblasen. Hast du es wirklich gesagt? Gut, ich habe es gesagt. Du musstest sogar selber lachen dabei. Ich hab's gehört. Hast du gehört? Ja, hat man gehört. Durchgebumst, das ist fachmännisch für durchgeblasen. Freut mich, dass es dir Spaß gemacht hat. Aber sie hat, ich glaube, sie war dennoch überzeugt davon, oder? Von der Arbeit? Ja, genau. Wir haben sie, wir hatten das sie hat man immer gehört an ihrem Sie. Ja, war total überzeugt. Barry, wirklich. Absolut überzeugt, die Frau. Sie. Ja, genau. Genau. So, wir für die vorbeikommen sollen. Schlag mal den Inder für die Gehaltserhöhung vor. Also für die Förderung. Genau. Der Inder hat uns sehr unterstützt. Und scheint ein sehr fähiger Mitarbeiter zu sein. Und dann gehen wir ins Detail, wenn wir mit. Lea ist immer noch nicht da. Super. So wie alle Leute, genau, die uns Geld schulden. Office of Commerce auch nicht. Kendrick auch nicht. Oh, Vincent auch nicht. Adalbert auch nicht. Schön. Haben wir ja genau die richtigen Leute angestellt. Klasse. Ja. Ist hier offen? Ja, hier ist offen. Ich will eigentlich nur in deinen Laden reingehen, um. Kann er hier aufmachen, den Laden? Ja. Stimmt. Was willst du? Konto. Jo. Sag mal, der Laden ist offen, oder? Ja. Ist da ein ATM drin? Da ist ein ATM drin. Perfekt. Wenn du reingehst, links. Danke. Ja, komm mit runter, ja. Jo. Hallo. Der Laden ist nicht offen. Er hat mich verarscht. Musst du rein? Kannst du aufmachen? Ja. Bis zum Geldautomaten. Danke. Offen. Eine andere Türe? Ja. Ja, danke. Ich auf Arsch. So, was habe ich gesagt? Wie viel muss auf dem Konto jetzt drauf sein? $46. Dieser kann doch nicht rechnen. $46? Perfekt. Glück gehabt. So, und jetzt anderes Konto und wieder einzahlen. Da habe ich jetzt abgehoben. Bargeld habe ich dabei. Was? So, ich habe 7,8 auf dem Konto. Wie gesagt, 4.000 fehlen immer noch auf meinem Konto, weil ich die beiden Rasenmäher bezahlt habe. Echt? Und ich habe auch den Dings bezahlt. Den Burrito von meinem eigenen Konto. Können wir auch abbuchen noch. Geschäftsausgaben. Oh Mann, was ist Scheißwetter.
Genau, wir schauen bei der Elektroinstallation, ne, ob die ganzen, wie heißt es, Widerstände noch funktionieren, ob man verkabelt werden muss. Ja, ob irgendwie, keine Ahnung, ein, ja? Nee, alles gut. Also ein Elektroschrank, ein Gefrierschrank irgendwo leckt und ihr unnötig Strom in den Raum blast, ne, weil er nicht mehr gut funktioniert. Mhm. All solche Sachen, ne, das ist so unser Metier, da kümmern wir uns drum. Oder zum Beispiel hatten wir, das musst du für dich behalten, ne, die hatten da oben ein bisschen Kakerlaken. Ne, oh. Da haben wir uns direkt zack drum gekümmert. Bei P&G oder wo? Ja, oh. Ne, unter uns. Einfach nur, damit du aber weißt, was wir auch leisten. Ne? Sag einfach uns Bescheid oder, keine Ahnung, dein Chef, wer auch immer dafür zuständig ist. Und dann kommen wir sofort vorbei, kümmern uns darum. Das gibt Probleme. Und dann kann man auch ins Gespräch kommen, dann können wir euch auch so einen Rahmenvertrag anbieten, dann am Ende des Tages. Und muss ich dir sagen, zum Beispiel bei den ganzen Restaurants, bei denen wir auch tätig sind, da kommt häufiger das EMS vorbei oder die Feuerwehr. Und wenn ihr dann nachweisen könnt mit unserem Rahmenvertrag, dass ihr regelmäßig überprüft wurdet oder alles halt auf die Richtigkeit überprüft wurdet und dann fällt doch irgendwas auf, dann wisst ihr oder dann könnt ihr nachweisen, nee, die waren regelmäßig da. Dann seid ihr am Arsch. Nein, wir nicht. Nee, wir kümmern uns auch drum. Aber dann muss es was Neues gewesen sein. Ah, weißt du? Genau. Ne, dann kann man ja nichts dafür, wenn irgendwie in der letzten Woche gerade mal was kaputt gegangen ist. Dann holt es einfach und ihr habt keine Strafe, weil ihr den Vertrag habt. Na klar. Ja. Genau. Ja, ist aber ganz ein nettes Business, ne? Mhm. Aber also quasi ein Hausmeister-Service. Nein, viel mehr. Viel mehr. Elektroprüfer, Kanalreiniger, Kammerjäger. Genau, Kammerjäger, Instandsetzer. Also sowas wie TÜV und Hausmeister. Ja. Ja, ne, also ich meine, TÜV-Siegel darf halt nur die Feuerwehr draufknallen, ne, auf so einen Feuerlöscher, sagen wir es mal so. Ne, aber wir kümmern uns darum, zum Beispiel auch, wenn manche haben eine Teeküche. Ne, da gucken wir dann einmal kurz dran, ob da irgendwie ein Sandwich hinten rübergefallen ist, ob sich da irgendwelche Schimmel, Weißschimmel oder irgendwelche Fungis gebildet haben. Und dann haben wir da ein bisschen Schimmelex rein und dann, ja, dann kommt das EMS vorbei, überprüft es und sieht, nee, bei euch ist die Küche top. Das ist also Prävention. Ja, ich habe bei einigen Restaurants schon mal gestern war mir schlecht hinterher. So, ne, und die haben halt uns noch nicht engagiert. Ja. Wir hatten so Dreck am Stecken, so im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wir sind zuständig für Bürgershot und für Southside Burger und da können wir dir sagen, da ist alles perfekt. Also, wenn du da essen gehst, auch gerade die Pommes hier bei Southside Burger oder wenn du dir irgendwas frittieren lässt. Ja, da bin ich gerne. Richtig, die haben richtig gutes Fett, die haben Fettabscheider und sogar, ja, also die haben uns die Sachen mal gezeigt, die da reinwerfen, ne? Die Pommes und irgendwelche frittierten Fleischsachen, die sind schon echt top, die haben richtig gute Qualität. Aber muss das ja nicht Pflicht sein, sag mal? Du, wem sagst du das, ne? Also ich meine, wir sind in den USA, ja, Land der freien, ne, der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja. Ey, du, ich quatsch gern mit dir, aber ich muss dir mal eben tanken hier. Ah, alles okay, wir müssen auch weiter. Ey, ich wünsche euch was, ne? Jo, Dito, ciao. Ah, ciao. So, grüß dich. Grüße. Hast du ihm gesagt, dass du anrufst, wenn er was hat? Ah, warte. Nein, genau. So, Dele? Ich hab 7-8. Wenn Barry jetzt 12-2 hat, können wir uns ein Izzy leisten und haben kein Geld mehr. Das ist doch ja, im Firmennamen habe ich gesagt, aber natürlich nicht unsere Nummer. Sehr gut. Barry? Wir gehen auf dem Konto? Was soll ich denn wissen? Wir sind hier analog. Was ist denn hier los? Mein Gott. Balu, hallöchen. Vielen Dank für dein Follow. Jetzt ist die Time. Wie hieß denn der Typ? Ach Gott, wie hieß denn der? Das geht dich gar nichts an. Sag. Scheiß, sag ich dir. Sag jetzt. 13-2. Gut, wie hieß der Typ? Du bist für die Namen zuständig. Ich erzähl nur die ganze Zeit meinen Quatsch. Dirk ist da. Oh mein Gott. Dirk ist da? Dirk ist da. Wer ist Dirk? Ja, warte. Wer ist denn? Hörst du, guten Abend.
Yo, Dirk, hier ist Lisa. Du, wir hatten vor, boah, ich weiß nicht mehr, anderthalb Wochen oder so, waren wir mal da und haben uns ein Issy Sport angeguckt bei dir. Ja, oh, hi. Erinnerst du dich? Ja, jetzt erinnere ich mich, ja, sicher. Wir haben ja gesagt, also Dirk, ne, du hast das so toll gemacht mit uns, mit den Probefahrten, so viel Zeit genommen für uns und du wolltest uns ja auch für 20.000 den verkaufen, richtig? Ich erinnere mich genau. Warte, lass mich mal schnell in meine Liste schauen, ja? Ich hatte mir das irgendwo aufgeschrieben. Währenddessen labere ich dich einfach weiter zu, wenn das okay ist. Nee, stimmt, ist richtig, ja. Habe ich euch so Perfekt. Angeboten. Weil wir haben dir ja extra gesagt, du hast das so toll gemacht und wenn wir das Geld haben, kommen wir sofort zu dir und holen ihn bei dir. Es der ist soweit, Dirk. Der wartet auf euch. Es ist soweit, Dirk. Nee, alles gut, wir telefonieren. Sollen wir vorbeikommen? Ich komme da oben. Boah, danke. Bis gleich, Dirk. Super. Alles klar, freuen uns. Ciao. Ja, Dirk hat einen Issy, der auf uns wartet. 20.000. Achso, willst du... Warte mal, aber da müssen wir hier zum Geldautomaten. Ja. Ah, nee, ja. Doch. 12.2 brauche ich. Jo. Dann habe ich nichts mehr. Dann muss ich mir alles wieder arbeiten. 12.2 stimmt, oder? Ja. 7.8 plus 12.2 sind 20.000, ne? Ja. Guck mal, und schon haben wir uns ein Issy geleistet. Großartig. Und es fehlen noch 4.000 auf meinem Konto, weil ich 2 Rasenmäher gekauft habe. Das Problem ist nur, mit dem Issy tanken wir natürlich nicht mehr kostenlos, ne? Das wird teuer. Ist das so dein Ding, dass ich dich jetzt hier aus dem Auto hole und dir das Geld gebe, damit du nochmal reingehen kannst? Hättest auch überweisen können. Weißt doch hoffentlich meine Kontonummer auswendig. Weißt doch hoffentlich meine Kontonummer auswendig. Hättest auch überweisen können. Ja, ja. Barry, ich bin ja nicht so gut in Mathe, das stimmt schon, oder? Ich habe 7, 8, wenn du mir jetzt 12... Sind es dann 12? Dann haben wir dann 20? Ich bin sehr stolz auf dich. Ich hasse das, wenn er das sagt. Ich hasse es, wenn er das sagt. 20.300. Let's go. Issy, here we come, Mann. Jawohl. Ziel erreicht. Barry hat es vorhin ja schon angedeutet. Wir sind übrigens, also hauptsächlich ich, weiß nicht, ob Zombie alleine was macht, aber ich bin definitiv Mittwoch bis einschließlich Montag tatsächlich nicht da, weil ich arbeiten muss. Also, ich muss auch die ganze Zeit arbeiten. Aber Mittwoch bis Montag habe ich scheiß Dienste, sodass ich nicht IC gehen kann. Spät und Nachtdienste. Na, wie viel Geld brauchst du noch? Lass mich. Das verdiene ich auf dem Weg dahin. Ich habe schon mehr gegeben. Klappe. Wo war denn das? Cube oder sowas, ne? Wo war denn das? Das war im Norden. Bei Cube Performance war das, oder? Was? Ob das bei Cube Performance war? Ich weiß, was du meinst. Was weiß ich? Du bist gefahren. Wie? Ich bin gefahren. Ruhe. Wo war denn das? Das war Cube Performance, oder? Ich glaube ja. Oder ich sag's dir. Ich glaube ja. Das war Capital Motors. Ja, wo ist denn das? Das ist 915. 915. Sag ich doch, da, Das machst du sehr gut. Ein Palido? Richtig. Da war eine Palido? Ja. Dafür? Ja. Das ist ein Wahnsinn. Gut, ja dann, Warte. Warte kurz. Mach bloß Musik an. Warte, ich bin da dabei. Warte kurz. Dann gleich schneller als du. Ich habe schon mal ein bisschen was vorausgelesen. Fahr
beim Reinhard durch die Stadt, egal ob Tag oder ob Nacht. Setzt im Perz alles auf Rot, der Gewinn ist seine Pracht. Man hat erst alles verloren, wenn man aufsteht und geht. Das letzte Hemd hat keine Taschen, gib mir 13 8. Hab nen Blackjack, verdammt, bei nem Einsatz von 20. Mit 45.000 steh ich auf und dann tanz ich. Ich gönn mir ne Zigarre und nen Whisky aufs Haus. Ich bin VIP im Perz und bring die Kohle mit raus. Das beste Ambiente und die Stimmung, sie ist top. Und natürlich gibt's Momente, wo der hohe Einsatz floppt. Ich will Kohle, mache Kohle, trage Kohle aus der Perle. Beobachte Geringverdiener nur noch aus der Ferne. Ich bin VIP im Pearls, VIP im Black Pearls. Komm doch mal vorbei, hol dir dein VIP und steckt es. Egal ob beim Roulette oder bei Olga am Blackjack. Gönn dir schwarze Perle und tritt ein auf Correctness. Du sagst, du hast kein Geld, du kannst beim Perz auch leihen, Kleiner. Ansonsten geh zu deiner Mom und gib dir Eyeliner. Geh zum Rauchen auf dem Steg, ja, da riecht's auch mal nach Schrimps. Doch das sind nicht die Rottenfische, nein, Mann, das ist Prinz. Blaue Perle, rote Perle, lila Perle, basta. Abgehoben, so wie von meinem Kontostand der Zaster. Ich geh nicht nur wegen Geld ins Perz, nein, Mann, das ist Liebe. Denn all die Mitarbeiter dort sind für mich schon Familie. Kopf oder Zahlmann, schon vorne an der Tür. Und wenn ich mal verliere, zahle ich halt Eintrittsgebühr. Gregory und Asimov chillen mit uns beim Blackjack. Declan und Vasili kommen auch dazu, das fetzt echt. Ich bin VIP im Perz, VIP im Black Perz. Komm noch mal vorbei, hol dir dein VIP und steck das. Die fahren aber schneller als die erlaubten 90 auf dem Highway. Am Blackjack, gönn dir schwarze Perle und tritt ein auf Correctness. Harry? Dimm mir was. Ja, du willst den Staat hier sehen, oder was? Ah, okay, komm. Ich nehm dich ein Stück mit, ich zeig dir was. Ja. Yo, Hendrik, kommst du auch vorbei? Ja, auf jeden Fall, Mann. Ich mach mich direkt auf den Weg. Let's go. DJ Scarlettini. Herzlich willkommen in unserer Stadt, das Paradies. Ist alles, was du brauchst, ey, komm, genieß. Die warmen Tage in der Hookah-Lounge am Meer. Oder buch dir einen Trip bei LS Touristics, yeah. Vom Norden bis in den Süden, Valeri. Hier ist wirklich viel los, los. Lauf doch in freier Wildbahn, den Mount Chiliad hoch. Such nach Bären und Affen, oder bleib zum Entspannen. Und plag dich danach der Hunger. Halt beim Crew-Schiff fix an. Danach war doch einfach mit Auto in den Norden hoch, mal zum Yellow Jack-In. Hey Harry, erste Bulette, dann Harrys Bestes. Auf der Vorschlaghammer haut drin. Vom Highway to Harry geht's den Highway entlang über Pali zu Bayerischen City. Aus LS, East LS, vergesse niemals Blaine County. 1, 2, 3, 4, 5 Sterne Luxushotels. Geh zum Mount Chiliad, Alamo See. Oder genieß mit den reichen Wein, Wurz, etwas Cocaine. Einfach chillen oder kalte Drinks, heiße Girls, alle können kommen. Party live bei uns im Buccaneer. Raus aus der South Rock, von Hills und dann zum Pier. Egal ob neu schon lange hier oder zurückgekommen. Glaub mir, Bro, hier ist echt jeder willkommen. Jeder willkommen, jeder willkommen, jeder willkommen. Jeder willkommen, jeder willkommen. Jeder willkommen, jeder willkommen. 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 Jeder willkommen.
Am besten gefällt mir der Part, wo die eine komische Frau singt. Alistairistics. Ja. Finde ich super. Bester Part. Das ist schon eine kernige Stimme. Die würde ich gerne mal kennenlernen. Kannst du nicht. Tot. Dick! Ja, Hallöchen. Mein Lieblingsautohändler. Aber hallo. Ja, das freut mich zu hören. Du, ich sag dir wirklich, wir haben die ganze Zeit gespart und als wir es zusammen hatten, haben wir sofort dich angerufen. Das ist perfekt. Habt auch sofort noch Glück gehabt, dass ich Leitstelle habe. Großartig. Und gut geht's. Ich hab gar nicht auf der Leitstelle angerufen, aber ist egal. Das ist richtig. Ich sagte, ich war schon überlegen. Ich sagte, gut, kein Leitstellenanruf. Ich sagte, okay. Aber wie geht's dir? Mir geht's super. Ja, schön, ein paar Autos verkauft? Das war diese 60 Tage, die ich vorhin gebraucht. Autos, die Frage kam, na, wie lange bist du schon hier? So, Prisma hat es mir noch nicht gesagt. Du hast ein neues Ausstattungsstück, oder? Da war noch zweieinhalb Wochen genau richtig. Das ist einer von den neuen Autos, die zuletzt mit dem Schiff kam. Oha. Wie heißt der? Coureur. Coureur? Ist ein Elektroauto. Ist ein Franzose, wa? Coureur? Genau, ein Coureur. Wird anders geschrieben. Warte, das ist ein Elektroauto? Ja. Äppelst du mich jetzt? Wie teuer ist das? Nein. Der liegt bei, was war das? 20.000? Nee, oh doch, du bist der Beste. 36.000. Ja, nee, auf gar keinen. Aber für andere, ne? Für andere. Nochmal, Chef reicht meinen Arsch auf, wenn ich den nochmal zu günstig verkaufe. Nochmal zu günstig, aha. Ich hab den einmal zu günstig verkauft, also. Aber gut, was heißt, der Chef hätte den selber verkauft eigentlich für diesen gleichen Preis, aber. Aha, was war denn dieser Preis? Zu tief. Zu tief. Mehr als ich geben darf. Ich habe halt nur ein Maximum, was ich an Prozenten geben darf. Na, zu tief ist das neue richtig. Ja. Nee, der ist schon geil, der Kurier. Der liegt echt geil auf der Straße, aber kaufen würde ich mir den nicht. Oh, warum nicht? Ich gucke auch nach der Optik. Ich finde den von der Optik her einfach nur hässlich. Ja, das ist auch wirklich hässlich. Da hast du absolut recht. Also da würde ich... Ja, ein bisschen hat er. Da würde ich mir eher den Calico vorholen, der vorne auf dem ersten Platz steht, weil der fährt 115. Wie? Ohne Leistung. Der hat echt krasse Geschwindigkeit. Und bei trockener Fahrbahn, ja, nicht den du auch Probe gefahren bist, nicht der LG, sondern der ganz außen steht. Okay. Der da hinten. Nee. Das ist Quatsch. Wie teuer ist der? Das ist Quatsch, aber wie teuer ist der? Der liegt bei 16.700. Ja, wir wollten ja nicht Geschwindigkeit, oder? Nee. Wir wollten ja Wendigkeit. Nee, das wolltet ihr nicht. Wolltet Wendigkeit. Richtig. Da ist der Easy besser. Genau. Ja. Und der Easy zieht sich auch wieder besser auf der Straße gerade. Dank Frontantrieb. Sehr gut. Wie schaut's denn aus? Können wir jetzt noch ein bisschen über Sonderausstattung sprechen, oder? So wie er da steht, nehmt ihr den mit. Ja gut, aber also ich meine, wenn da keine Flexibilität ist, dann machen wir 19, oder? Preis hat man schon festgemacht, das ist es ja. Jetzt. Alter. Mm-mm. Das ist aber auch eine harte Nuss. Tja, muss ich sein. Ich gebe den Finger, hau auf die Finger. Kuchen wäre natürlich geil, weil er Elektro ist. Aber das sieht wirklich kacke aus. Holy shit, das Gute ist, wir 36.000. Sind ja im Jahr 2023. Da dürfen die Frauen auch zahlen. Achso, jetzt komme ich ins Spiel. Ja, dann bräuchte ich einmal deinen Ausweis, weil dann muss ich dich eben als Kunden anlegen. Ja, ich bin jetzt nämlich der Kunde hier. So, bitteschön. Man sieht sie nicht an, aber sie hat Geld. Genau. Ich habe das goldene Näschen, Dirk. Oder das gelbe. Harry. Gut, mir sieht man das auch nicht an, dass ich Geld habe. Doch, ich finde schon. Mhm. Gerade mit das der Frisur bisschen, und den weißen Haaren und der Brille. Erinnerst du mich schon an jemanden, der Geld hat? An die weißen Haare kann ich nichts für. Bist du ein Albino? So alt bin ich noch nicht. Ich hab, das ist halt so ein Gendefekt. Ja. Also bin ich ein Albino? Dass ich mit 34 Jahren schon weiße Haare habe. Mensch. Hat auch so hellblaue Augen und da muss wahrscheinlich immer Sonnenbrille drin tragen, wa? Hat uns blendet. Nee, meine Brille hat halt auch Stärke drin, sonst bin ich blind. Achso, ja. So, Lisa, gibst du mir mal eben deine Telefonnummer? Bitte? Ich hab dich doch gerade angerufen. Ja, dann muss ich mir wieder raussuchen. Achso, du hast dir das letzte Mal gar nicht aufgeschrieben, ich verstehe schon. Jetzt bin ich dir gut genug. Aber deinen Namen habe ich aufgeschrieben. Oh, sehr gut. 627. 7971.
7971. Ach, Prisma, du bist schon ein bisschen süß. Ich sehe das jetzt schon. Ich darf bezahlen, aber ich darf gleich den Burrito nach Hause fahren. Naja. Nein, nein, schon in Ordnung. Die schon in das Geschoss. Das liegt eigentlich ganz an dir, wer den nach Hause fährt. Bei dir übergebe ich gleich die Papiere, weil du die Käuferin bist. Ob meine, du ihn direkt zuhören, könnte ihn also für, ich könnte ihn also für immer für mich behalten. Dirk, now we talking. So, ich bräuchte einmal dein Bluetooth, bitte. Ja, du stellst wieder Fragen. Jedes Mal eine andere Nummer hier. Ah, ne, ich hab dich. Da hast du schon? Ja, da warst du schneller als ich doch. Guck mal, da hast du einmal den Vertrag. Wenn das so passt, unterschreibst du einmal auf meinem Tablet. Ja, warte, ich guck erstmal. Toll, wird der 31. Ja, heute ist der 31. Zustand neu, mein Stand 15. Sieht super aus. Ich habe mir das Line gedruckt, jetzt nicht durchgelesen, ne? Die Waschmaschinen kommen dann, ja? Nee, die kommen später. Okay, gut. So, dann würde ich dir einmal eine Rechnung ausstellen. Ja. Ich wusste doch, dass irgendwann der unangenehme Teil kommt. Ja, leider schon. So. Einmal Kärtchen drauf mit grün bestätigen. Leider schon. Aber mach dir nichts draus. Diesen unangenehmen Teil hatte ich gestern Abend auch. Vorgestern Abend auch. Was hast du dir gekauft? Ein Motorrad. Ja, kann ich nichts mehr anfangen. Nicht? Nee. Bin ich so der Motorradtyp. Nee. Oh, wo haben wir den denn da? So. Dann einmal die Papiere. Ja, und bitteschön. Schön. Das ist ja wunderbar. Lässt mich noch raus da hinten? Wahrscheinlich ja. Bist der Beste. Dankeschön, Dirk. Ja, natürlich. Das und wir haben unser Versprechen eingehalten, ne? Wir haben gesagt, sobald wir das richtig. Geld haben, kommen wir zu dir. Das ist echt nett. Also ja. Kriegst du auch nicht Provision oder so? Ich hab halt, krieg Provision vom Gewinn. Perfekt. Sehr gut. Und Dirk, nur so für dich zur Info, wir sind den Freund. LG kommst du auch noch holen, ne? Oder den, wie heißt der, Coureur? Natürlich. Aber hab auch im Hinterkopf, wir sind Freunde des Nordens, darum sind wir auch extra, also wir haben hier als Kunden zum Beispiel Country Cab, wir haben die Racing Area als Facility Management. Wenn du irgendwann mit deinem Chef redest, sag ihm gern Bescheid, dass wir auch bei euch praktisch die Wartung der Elektroanlagen machen. Ne? Wenn du jetzt hier schaust, ja, das über werde jeden, ich dem sagen. Richtig, über, also wir machen Elektro, wir kümmern Kammerjägerei, ihr habt ja hinten eine Teeküche, da gucken wir wegen Verkeimung und so, ne, damit euch nicht der Laden dicht gemacht wird, wenn irgendwann mal das hier Hygieneamt vorbeikommt. Ne, werde ich meinem Chef weiterleiten. Ja, wunderbar. Ja. Super. Okay. So, dann mache ich das Tor auf. Danke dir. Verbandskasten, Warndreieck ist im Handschuhfach. Klasse. Eben extra frisch reingelegt. Nichts anderes habe ich erwartet. Ja, und dann wünsche ich dir viel Spaß. Euch Dankeschön. Viel Spaß mit dem Auto. Ciao. Danke. Erstmal dir. Ciao. Muss die Dinge auch noch anmelden oder so, ne? Wo geht's hin? Bip, bip. Das war ja offen. Ich komme erstmal vor die Tür. Okay. So, erstmal noch nicht mit. Controller. Bin gespannt, wie der sich fährt, wenn... Oh Gott. Okay, im Gegensatz zu Burrito, ja was... Ciao. Tschüssi. Oh Gott. Oh Gott. Also im Gegensatz... Oh Gott. Oh Gott, wenn man jetzt so diesen Burrito gewohnt ist. Ach du Scheiße. Wird dieses Auto definitiv kaputt machen. Oh Gott. Ja, der hat ein bisschen Zug hinter. Ein bisschen. Also wenn man nur diesen Burrito gewohnt ist, hat er ganz schön Zug, der Izzy. Aber hallo. Ach du Scheiße. Ich hoffe, du magst meine Entscheidung. Ja, ja. Ja. Und unter uns, das darfst du nicht zu laut sagen, aber wenn du den hochziehst, da hört man ein Turbo. Ich weiß nicht, ob der vielleicht schon full-tuned ist. Ja, der meinte nicht. Der meinte bei dem rechten Auto, dass der 105 schafft. 15. 115. Okay.
Ich bin mir, na, obwohl der Izzy schafft, glaube ich, auch nicht mehr, als ich ihn ausgefahren bin. Du kannst ja gleich sehen. Ja. So, ich zieh mir was an. Dann, ja, ich zieh mir erstmal. Ja. Ja, genau. Fotos machen nützt nichts. Mad Racing haben wir jetzt nicht. Die ich habe sonst keinen erreicht am Telefon. Niemanden. Ja, gehen wir nochmal einen Trinken, wa? Ja. Oh, warte. Ja, aber warte, runter. Du hast die Cappy auf. Spooky Busters. Wie kann ich helfen? Jo, was geht? Was geht? Was geht? Ja, was kann geht? Auffragen, ja, was geht? Ja, erzähl mal, was geht? Ja, was geht? Ja, keine Ahnung, was macht ihr? Ja, wie, was machen wir? Arbeiten. Wo arbeitet ihr denn? Ja, wie, wo arbeiten wir denn? Was soll das denn heißen? Ja, wir sind Hausmeisterservice, wir sind unterwegs. Ach ja, ja, keine Ahnung. Wer ruft denn überhaupt an? Heute noch? Die Nummer ist unterdrückt. Hey, bist du high? Hä, du hast deine Nummer unterdrückt, Mann. Ja, besser ist auch. Ach, holy, guck mal. Siehst du? Ja. Nee, tatsächlich sind wir gerade unterwegs und wollten auch gleich Schluss machen. Achso, ja, okay. Naja, wir packen uns gleich ins Bett. Achso, ja, easy. Alles klar, ja, dann wünsche ich euch was, hä? Ja, ciao, Holi, mach mal deine Nummer wieder rein. Easy. Kein Mensch weiß, dass du anrufst. Safe. Ja, ciao. Ja, besser ist auch. Ciao, ciao. Wow, es war eine unterdrückte Nummer, ich hab mich voll gefreut. Es war eine Holi. Was ruft der auf der Leitstelle an? Um zu fragen, was geht heute noch? Alter, wirklich, manchmal. Zieh mir jetzt was anderes an. Ich hatte doch ein Outfit dabei, oder? Ja. Wie schwer jemand an? Was ist denn jetzt? Jo, Lisa hier. Jo, was geht? Na? Wie kann ich helfen? Guten Tag. Hast du was zu rauchen? Ob ich was zu rauchen habe? Nee, leider nicht. Ich weiß auch nicht, wie du drauf kommst. Ja, mir wurde die Nummer gegeben, also von irgendjemandem am Würfelpark. Hm. Ich habe tatsächlich leider nichts zu rauchen. Du hast was zu rauchen? Nee, leider nicht. Hast du nix? Nee, leider nicht. Also, ich könnte Zigaretten geben, aber das war's auch. Ja, Zigaretten würde ich auch nehmen, aber ich bin da ein bisschen am Limit. Sagst du, wie das ist? Ja, also, wie gesagt, ich glaube, da hat er Fehlinformationen. Nee, ich habe wirklich nichts. Tut mir leid. Das würde ich dir geben. Das finde ich echt scheiße. Ja, da war's eine neue Nummer. Ich habe wirklich nichts. Ja, okay. Ja, dafür hast du eine neue Nummer. Ist doch auch gut. Wie? Was? Das hab ich. Ja, Entschuldigung. Das stimmt in meinem Kopf. Hm, verstehe. Was hast du vorhin gesagt? Jetzt hab ich eine neue Nummer. Ja, genau. Oder wie? Oder was? Genau. Ich hab zwar nichts zu rauchen, aber dafür hast du jetzt eine neue Nummer im Telefonbuch. Das war klasse. Ja, cool. Ja. Hast du einen Freund? Nö. Ey. Wie wär's morgen? Da muss ich mal gucken. Ich arbeite ja nebenbei. Ja. Kann man sich trotzdem treffen. Wie heißt du denn? Jacke. Warte mal, du bist Shake? Nein. Was mein Neuer? Das ist ja verrückt. Abort. Mission Abort, ja, genau. Hallo. Nein. Ich bin nicht Shake. Mhm. Na klar. Speichere dich jetzt Shake ein, ja? Timmy, Tommy, halt kurz die Fresse, ich bin am Telefon. Ich muss dir kurz klarstellen, dass ich nicht ich bin. Mhm, genau. Super. Erzählen wir uns ja morgen, Jake, wa? Wieso sehen wir uns jetzt morgen? Du hast doch gerade gefragt, ob ich morgen Zeit habe oder nicht. Ja, ist das jetzt ein Date? Ja, ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe. Ich sag dir Bescheid. Das mag ich nicht. Magst du nicht? Mag ja, dann nicht. Nee. Ja, dann nicht.
okay. Ja, gut. Vielleicht ein bisschen. Wir hören uns morgen. Ja, mach's gut, Jacke. Boah. Oh, Schnauze jetzt. Muss ich umziehen. Oh Gott, ich habe über die nicht erkannt. Polly. Oh, das ist nicht die richtige Hose. Warum werde ich jetzt schon nicht angerufen? Danke. Jetzt hat Jacke angerufen. Ja. Wer? Jacke. Wer? Nein. Ach, Jacke. Ja. Jacke hat angerufen. Ja, will er Poolboy machen oder was? Nee, der hat gefragt, ob ich was zu rauchen habe. Ich weiß nicht, wie er drauf kommt. Keine Ahnung. Ach so. Ja. Ja, und weil ich nichts zu rauchen hatte, wollte er ein Date. Also, ich weiß auch nicht, was in dieser Stadt los ist. Ja, Homebase, ja? Jo, Homebase. Alles klar. Habe ich meine Cappy gegen Beanie getauscht? Das war jetzt vielleicht nicht so klug, ne? Oh oh. Guck mal, da fährt auch jemand. Fahr ruhig, fahr ruhig. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Also, ich muss Homebase, muss ich erstmal eindingsen. Und wo ist die Anmeldestelle? Ja, fahr vor. Sieh. Na, ich frage ihn jetzt lieber nicht, wo die Anmeldestelle ist. So, ich mache unser Lied an noch. Ruf den jetzt an. Nee, Jacke, jetzt geht nicht wieder dran. Sorry. Sorry, Jacke. Ich bin jetzt am Autofahren. Das ist gefährlich. Yeah, lass mal eine Bong. Es ist ein Liebeslied, weil es so wenig davon geht. Yeah, yeah. Oh. Oh Gott. $50 und die Show geht los. Eine Menge Spaß für so ein bisschen Mut. Jacke, ich kann jetzt nicht. Bin am Arbeiten. Am Fahren. Danke. Mach ein wenig Bob Marley auf die Ohren. Ich hab mich komplett in den Songs verloren. Ich dreh den ersten Joint und merke, wie es dreht. Versinke im Flow, zu dem sich mein Kopf bewegt. Die Flamme erklärt, nee, die Knüte brennt. Ich bin völlig locker und ungehemmt. Turbo ist ja, wenn du shiften kannst quasi. Also wenn du Shift drücken kannst, dann fährt er noch ein bisschen schneller. Hab ich gerade probiert, da hat sich nichts geändert. Absolute Liebe empfinde ich nur beim Papi. Mary, das ist dein Liebeslied. Und ich bin froh, dass es dich in meinem Leben gibt. Mary ist so high, werde ich nur mit dir. Alter, Jacke, ich bin am Autofahren, verpiss dich. Ja, ich scheiß auf Bier. Ist immer so anhängig. Meine Mary ist hier. Meine Mary ist hier. Mary ohne dich, das geht nicht. Ja, ich bin glücklich, denn ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Ah, auf geht's in die nächste Runde. Gefühlt wie eine Stunde vergeht eine Sekunde. Die Zeit bleibt stehen, ich genieße den Tag. Das ist das Gefühl, was ich am meisten mag. Jetzt eine Tüte Chips oder Schokolade. Scheiße, nichts mehr da, nur eine leere Schublade. Was kochen oder doch lieber bestellen? Erstmal besuche ich diverse Tankstellen. Fuck, ich glaube, ich leg mich doch erstmal hin. Kaum auf der Couch hab ich nur Blödsinn im Sinn. Bin nur am Lachen, doch weiß nicht warum. Meine Gedanken sind irrational und dumm. Ich schließ die Augen und beginne zu fliegen. Davon kann ich wirklich nie genug kriegen. Denn Mary, das ist dein Liebeslied. Und ich bin froh, dass es dich in meinem Leben gibt. Ja, Mary, so high, werd ich nur mit dir. Ja, ich scheiß auf Bier. Denn meine Mary ist hier. Meine Mary ist hier. Meine Mary ist hier. Mary ohne dich, das geht nicht. Ja, ich bin glücklich, denn ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Mary, so high, werd ich nur mit dir. Meine Mary ist hier, meine Mary ist hier, meine Mary ist hier. Mary ohne dich, das geht nicht. Ja, ich bin glücklich, denn ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Ja, ich hasse Bier, denn meine Mary ist hier, meine Mary ist hier, meine Mary ist hier.
ich liebe dich. Ja, ich scheiß auf Bier, denn Mary ist hier, Mary ist hier, Mary ist hier, ja. Yeah. Ja, ich bin glücklich, denn ich liebe dich, Mary, ich liebe dich, ja, ich liebe dich, Also, Beschleunigung ist echt vom Feinsten. Muss man sagen. Wenn man den Burrito vorher gewohnt ist. Ich bin ja sonst nie Burrito gefahren. Oh Gott. Und jetzt fahren wir in der Stadt definitiv zu schnell. Perfekt. Dafür schaffen wir es aber auch innerhalb eines Liedes wieder zurück in die Stadt. Boah. Den gehe ich einparken, bin ich ganz ehrlich. Den gehe ich einparken. Barry an. Soll mich abholen. Ist ja easy, wie es laut wird. Wer ist da noch? Meme. Meme. Endlich mal was anderes als ein Burrito, Mann, geil. Eiskalt, du hast deine Platte drin gelassen. Ja, ist doch super. Du holst dich auch nicht bei der Garage ab, weil ich will den Issy nicht bei uns auf dem Parkplatz stehen haben. Wenn er ständig eingebrochen wird. Selbstverständlich, ich habe mir sofort mitgedacht. Wobei, die Frage ist, wenn wir natürlich auf dem Firmengelände haben, können die da nicht aus dem Firmengelände raus, außer sie brechen das auch noch. Naja, ist auch egal. Ja, aber nach 3 Tagen hatten die doch gesagt, kommt auch selbst da die Polizei vorbei. Ach so, die das zicken, meinst du? Ja, die zicken doch. Ja. Polizei, wir kennen die Polizei in diesem Staat. Ich bin ja bei der Garage. Ich bin auch bei der Garage. Lass uns zusammen zur Garage. Lizzie, du und ich und die Garage. Garage. Eiskalt, wie meine Wüste. Ich glaube, ich würde langsam mich mal ins Bett legen. Es war schon. Ich hatte 3 Krisen nacheinander. Ich habe es mir nur nicht anmerken lassen. Das ist 3 Krisen nacheinander? Ja. Eine Triple Crisis, sagen wir hier. Triple Crisis. Die Studierten. Ja. Willst du mir davon erzählen, Barry? Nein.
Okay. Nein, das ist wahr. Der heutige Tag war ein Graus. Wo sind die Schweizer? Das ist gar nicht so schlimm. Ja, abgesehen von den Leuten, ja. Wo sind die Schweizer? Wo ist Kendrick? Wir schreiben so einen scheiß Artikel. Wo ist das OOC? Ja. Wo ist Lea? Ja. Auch ein Lea. Ich habe das Gefühl, die Leute sind alle überarbeitet, weißt du? Haben 50 Shops. Und sind dann erstmal krank, weil sie einen Burnout haben. Ist das hier unser Fahrzeug? Nee, ne? Das ist deren. Das ist unser Rebel. Okay. So, dann packe ich den mich auch ein bisschen weiter hinten, nicht, dass nochmal das gleiche passiert wie letztes Mal, ne? Und die den aufbrechen. Wir haben hier genug Shit drin. Ich würde gerne diese Hasenmäher mal einpacken, aber es geht ja nicht. Ja, wir müssen. Du hast die einmal angeschmissen, oder? Ja, gestern. Ich glaube, wir müssen die jeden Tag einmal anschmeißen, sonst gestern. Kriegen wir Stand. Okay. Gut. Wir sind ja morgen wieder da. Müssen wir jetzt das Auto ausräumen, nicht, dass wir beklaut werden? Habe ich gar keinen Bock drauf, ne? Jedes Mal das Auto auszuräumen. Ich auch nicht. Komm, lassen wir es noch einmal drauf ankommen, oder? Das waren $1000, die wir da jetzt reingesteckt haben. Ja, aber die Firma zahlt. Die Firma zahlt. Dann lass es drin. Ich krieg noch $4000 von der Firma. Wieder eine Attacke. Ja, aber dann lass langsam mal hinlegen. Jo. Was soll ich dir machen? Was brauchst du gleich? Ein warmes Getränk? Kaffee? Ein Kakao mit kleinen Marshmallows drin. Und viel Sahne. So wie früher, als wir auf der Terrasse saßen. Ich glaube, du verwechselst uns. Als ob ich einen scheiß Kakao mit scheiß Marshmallows drin trinke, Mann. Gib mir ein warmes Bier, ist das gleiche. Hast du das Tor jetzt zugemacht? Selbstverständlich habe ich das Tor zugemacht. Jetzt komm ran, ey. Mich stört ein bisschen, dass wir zwar das Tor zumachen können, aber diese Tür hier nicht. Ja, ich finde. Kein Wunder, dass alle kommen. Wenn wir das OOC erreichen, dann möchte ich auch, dass sie da einen Scheiß hinsetzen. Ein Scheiß. Ein Scheißhaufen. Ja, genau, dann geht da keiner mehr durch. Okay. Ja, Lizzie. Dann kriegst du jetzt hier das warme Bier. Ja, danke. Da. Sich draufgesetzt oder was? Wir haben uns ein Izzy gekauft gerade, Mann. Warte doch mal. Ja, wie schnell. Ja, ich, das ist deine Sicht. Ich habe noch nicht mal einen Schlüssel dafür, Mädel. Ja. Oh ja, ich freue mich riesig. Gerne habe ich dir das ganze Geld gegeben. Große Künstlerin der Welt. Du bist toll. Hier bitte. Für mich selbst aber nur, ne? Ja, natürlich für dich selbst. Nicht für die Firma. Bescheuert. Vielleicht. Gut. Sollen die Schweizer damit rumfahren den ganzen Tag? Und gegen die Laterne pallern? Nein. Dachte ich mir. Okay. Wie schnell war der Izzy? 105 bis 110, je nachdem, ob es ein bisschen abschüssig war. Mhm. Ja, vielleicht tun die hier die Leute von, wie auch immer sie heißen, den Wagen. So, Gute Nacht. Mach dich hin.